Gut, dann versuchen wir es noch einmal. Ja, ihr habt es ja wahrscheinlich beim letzten Video mitbekommen und auch dadurch, dass es jetzt hier zwei Videos in sehr kurzer Zeit gibt. In dem Moment, als ich hier von der Brücke sprang, hat sich meine Konsole aufgelegt. Ich dachte, ich könnte vielleicht die Aufnahme irgendwie pausieren und die Sache dann ja vielleicht relativ einfach wieder aufnehmen. Dummerweise war es nicht so. Ich muss die Konsole komplett neu starten und ich sag's nicht gerne, aber es ist tatsächlich ja schon der zweite Versuch, denn ich dachte, ja gut, dann, wenn wir schon nicht ins Wasser von oben springen können, dann versuchen wir es hier mal über den Felsen. Und das heißt, ich habe gerade eine neue Aufnahme gestartet, war hier schon halb über dem Felsen drüber, stieg unten ins Wasser und es passierte das, was nicht passieren sollte. Und zwar ist die Konsole wieder abgeschmiert. Das heißt, wir gehen die Sache jetzt mal anders an. Wir versuchen mal, ohne den Fluss an die Boote zu kommen. Ja, dass es mal so weit kommt, dass wir Spieler... Komme ich da vielleicht rüber, wenn ich hier... Verdammt. dass wir Spieler wirklich ein Spiel überlisten müssen. Ich finde das sehr traurig, um ehrlich zu sein. Und ihr habt es ja jetzt live miterlebt, wie es wirklich nicht laufen sollte. Ich meine, wir warten jetzt auf der PS3. Ich muss euch bitten, damit aufzuhören. Dieses Geschrei macht die Leute nervös. Ich weiß zwar nicht, gegen welches Gesetz ihr mit euren Aktivitäten gerade verstoßt, aber ich werde euch dennoch einsperren, wenn es sein muss. Habe ich eine große Klappe oder... Ja, komm, wir sind mal nicht so. Gut. Schön, dass wir das gerade geklärt haben. Ja, ich sollte warten, bis er sich umdreht und ihm direkt einen Pfeil in den Rücken schießen. So viel dazu. So, wir versuchen es jetzt mal hier runter. Da ist der Fall nicht ganz so groß und wir müssen kein Wasser berühren. Aber es ist ja echt schon ein bisschen traurig, dass sobald ich hier das Wasser berühre, dass die Konsole sich quasi auffängt. Komme ich hier vorbei? Ja. Gut, das hilft uns. Und wir kommen jetzt hoffentlich, fallen wir jetzt nicht, wenn wir hier das Wasser berühren oder das Eis. Oh, wir berühren Wasser. Komme ich hier hoch? Ja, gerade so. Gut, diesmal hat es geklappt. Das beruhigt mich dann tatsächlich ein bisschen. Ich hab doch Alain Dufon in Reibt-Batar um die Ecke gebracht. Ja, das hat sich wirklich herumgesprochen. Wie ich hörte, war der Mann ein echter Banditendrecksack. Ja, wahre Worte. So, welche Schiffe nehmen wir denn jetzt? Genau, das da vorne. Da ist ja schon, da sitzen schon ein paar Leute. Mal gucken, was die von uns wollen. So. Seid ihr der Kapitän? Wenn ihr was eine ist? Überfahrt nach Solstheim sucht, dann habt ihr Pech. Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Ja, erstmal mal wissen, wo ist eigentlich Solstheim? Wundert mich, dass ihr noch nie davon gehört habt. Das ist eine Insel nordöstlich von hier. Dort gibt es eine kleine Dunkelelfenstadt namens Rabenfels. Und eine Handvoll von Nord, die in Skaldorf leben. Aber ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Mit diesem Ort stimmt etwas nicht. Klingt interessant. Es ist schwer zu erklären. Ich... erinnere mich, wie diese Leute mit den Masken an Bord kamen. Und dann... plötzlich war ich hier und sie waren weg. So einfach ganze Tage zu verlieren ist unheimlich. Da passieren schon eine Weile merkwürdige Dinge. Aber hiernach habe ich genug. Ich kehre nie wieder nach Solstheim zurück. Ja, ist ein bisschen doof, da du uns da hin bringen muss. Habt ihr mir nicht zugehört? Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Ja, bezahlen wir das Doppelte. Ihr schuldet mir etwas. Diese Kultisten, die ihr hergebracht hat, wollten mich töten. Einschüchtern können wir ihn auch. Ja, einschüchtern oder überreden. Ist die Frage, was hier funktioniert. Ich würde fast sagen, versucht es mal mit überreden. In Ordnung. Da habt ihr recht. Ich sollte euch wenigstens zurückbringen, damit ihr herausfinden könnt, wer sie geschickt hat. Vielleicht könnt ihr ja auch aufhalten, was immer dort vor sich geht. Auch ich habe noch eine kleine Rechnung mit ihnen offen. Wer hätte gedacht, dass es so einfach ist? Und ging es um mir so, oder erinnert euch der Kerl ein bisschen an Ulrich? Oh, was ist das denn hier? Ist das ein neuer Gegner? Rieklinge mögen klein sein, doch sie greifen den Schwärmen an und können im Nahkampf furchterregende Gegner sein. Das sind ja wirklich interessante kleine Kerlchen. Auf Wildschweinen. Gucken wir mal die Gesichter. Das sind ein bisschen wie so kleine Gnome. Hörner haben sie.
Oh, da bin ich echt gespannt drauf, was uns in der neuen Welt erwartet. Oder auf der Insel. So, ab hier geht's. Joho, joho, ohne Buddel voll rum, sag ich nur. Nun, da wären wir. Das ist Rabenfels. Kann nicht behaupten, es gerne wiederzusehen. Viel Glück. Vielleicht könnt ihr ja herausfinden, was hier los ist. Ich weiß nicht, geht das nur euch so oder wirkt das hier gerade echt so von den Farben her ein bisschen extrem nach Morrowind? Rabenfels entdeckt. Oh, und die Konsole hat sich wieder aufgehangen. Ja, klasse. Oh, doch nicht. Da ist sie wieder. Kinder, ich war gerade schon auf dem Weg, die Konsole neu zu starten. Wir sind zurück. Wir sind wieder hier. Sehr schön. Und die Farben, also ich weiß nicht, ob euch das geht, aber das ist so ein bisschen Bronze, finde ich hier alles. Das hat schon was. Ich kenne euch nicht. Daher muss dies euer erster Besuch in Rabenfels sein, Fremdling. Erklärt eure Absichten. Ich bin hier, um euch alle zu töten. Tja, wollen wir direkt mit offenen Karten spielen und sagen, dass wir Mirak suchen oder Arbeit suchen? Mirak? Ich glaube nicht. Vergesst nicht, dass Rabenfels eigenständiges Gebiet von Haus Redoran ist. Das hier ist Morrowind, nicht Himmelsrand. Für die Dauer eures Aufenthalts solltet ihr euch an unsere Gesetze halten. Irgendwelche Fragen? Warum seid ihr Besuchern gegenüber so misstrauisch? Dunmeer-Siedlung. Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte schwören, dass ich den Namen kenne, aber ich kann ihn nicht einordnen. Ist natürlich interessant, gerade weil wir auch von dem hier von unserem Schifffahrtskerl erfahren haben, dass er irgendwie gar keine Erinnerungen mehr hatte. Jetzt sagt er auch, ja, ich habe da sowas im Hinterkopf, kann es aber nicht einordnen. Hat Mirak vielleicht irgendwie die Fähigkeit, den Leuten Erinnerungen zu klauen oder sowas? Ich glaube nicht. Ich bin nicht. Der Name hat etwas mit dem Erdstein zu tun, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher, was. Das muss ich doch. Als zweiter Ratsherr ist die Sicherheit von Rabenfels mein vordringlichstes Anliegen. Ja, gibt's denn irgendwelche Probleme hier? Das hier ist nicht gerade Schwarzlicht. Wir liegen hier an der Grenze und haben mehr als genug Ärger. Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben, weigere ich mich, Ratsherrn Morwan im Stich zu lassen. Ja, was bedeutet denn der Titel, den hast? Ratsherr Morwan ist der Vertreter des Hauses Redoran auf Solstheim. Als zweiter Ratsherr ist es meine Pflicht, ihn zu unterstützen und sicherzustellen, dass seine Entscheidungen umgesetzt werden. Ja, Schwarzlicht. Wollen wir erstmal rausfinden, was natürlich hier mit der Dunmeer-Siedlung auf sich hat? Ursprünglich war Rabenfels eine kaiserliche Stadt. Doch das Kaiserreich hat sie verlassen, als mein Volk hier eintraf. Sie ließen die Stadt in Trümmern hinter sich zurück. Doch als das Haus Redoran übernahm, bauten wir sie wieder auf und machten sie zu unserer eigenen. Und selbst wenn es schwer ist, diese Insel wohnlich zu machen, nennen wir sie voller Stolz Heimat. Ja, vielleicht wäre es ratsam gewesen, wenn ich in Dunmeer gespielt hätte. Eure Unkenntnis unserer Heimat überrascht mich nicht. Das ist die Hauptstadt von Morrowind, seit Gramfeste von den Argoniern einkassiert wurde. Ich bin nur noch selten dort, aber hin und wieder kommen noch Versorgungsschiffe und Besucher dorthin. Ja, sind die Argonier in Morrowind einmarschiert? Ja, vor einer ganzen Weile. Sie haben eine blutige Schneise durch einen Großteil des Südens Morrowinds geschlagen. Niemand scheint sicher zu sein, warum es geschah. Vielleicht ein Expansionsversuch oder Rache für die Versklavung ihres Volkes oder beides. Was auch immer der Grund war. Tausende Dunmeer verloren sinnlos ihr Leben und noch viele mehr wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Ja, gut, das waren ja schon mal... Wir behalten euch im Auge. Ja, Lund, ich habe mich schon gefragt, was mit euch geschehen ist. Die Nordmark ist seetüchtig und bereit zum Ablegen. Wir wurden von einem... Ja, schön für dich.
Gut, da sind wir hier am Ufer angekommen und der steht da schon im Weg, als will er gleich irgendwas von uns. Oh, ist doch nur eine Wache. Na gut, dann gehen wir hier mal rein und gucken uns das mal an. Sieht ja schon ganz schick aus. Eine reine Siedlung aus Dunmeer. Es hat natürlich so vom Baustil hier echt ein bisschen was anderes. Sehr anders. Oh, ging es am Steg noch weiter? Achso, da hinten den Schrein wollen wir uns anschauen. Ja, ich will aber nicht übers Wasser laufen. Das hat mir jetzt so häufig Unglück gebracht. So, ja, schauen wir uns den Schrein da hinten mal an. Ich meine, wir können auch erstmal die Karte aufrufen und schauen mal, ob hier schon irgendwas eingezeichnet ist. Zoomen mal ein bisschen raus. Oh, so weit kann ich gar nicht rauszoomen. Ja, hier haben wir so ungefähr den Umriss der Karte. Ich weiß nicht, wie weit das hier... Nee, das scheint schon zu sein. Sieht natürlich jetzt ein bisschen klein aus, gerade im Vergleich mit dem, wo wir uns zuletzt befunden haben. Aber gut, Skyrim selbst ist natürlich auch ein deutlich größeres Spiel. So, ich werde jetzt aber mal, nachdem wir gerade so viel Pech hatten mit dem ganzen Speichern und alles, ich werde jetzt hier mal speichern, neuen Speicherstand anlegen und hoffe jetzt, ja gut. Ja, also nachdem jetzt hier wirklich das Spiel fast zweimal abgestürzt ist und einmal die Konsole fast schon hängen blieb, oder wir haben es ja gesehen, dass kurz hing, habe ich hier so mittlerweile echt ein ungutes Gefühl, um ganz ehrlich zu sein. Ich hoffe natürlich, dass es nicht passiert und dass wir möglichst lange Teile, also lange Teile zwischen 20 und 30 Minuten plane ich immer für einzelne Parts. So, gucken wir mal, was hier in der Urne drin ist. Eine Aschsüßkartoffel. Sieht schweinisch aus. Nehmen wir mit. So, hier kann ich nicht. Ja, aber es sieht wirklich so von diesem ganzen Stil, der hier herrscht, das erinnert mich... Oh, was ist denn da hinten im Himmel? Ist das Rauch? Ja, sieht so ein bisschen so aus. Also, ich weiß nicht, ob euch das geht, aber so von den Farben her ist es irgendwie so Bronze alles. Und das erinnert mich natürlich komplett an Morrowind damals, was ich persönlich geliebt habe. So, also wie gesagt, Wasser werde ich nach Möglichkeit wirklich vermeiden. Oh, hier laufen schon welche rum. Ja, was bauen die denn hier, die Jungs? Hier in seinem Schrein, den sie vergessen haben. Ja, Brallsam, das ist mir zu erzählen. Schriften wir, auf das wir uns erinnern. Dass sie uns erinnert. Also es hat alles so mit der Erinnerung und sie hat auch so ein bisschen apathisch fast schon geredet. Ihr dort, ihr scheint euch nicht im gleichen Zustand wie die anderen hier zu befinden. Sehr interessant. Darf ich fragen, was genau ihr hier tut? Fragen darfst du, ob ich antworte, ist eine andere Sache, aber na gut, wir suchen Mirak. Mirak. Klingt irgendwie vertraut, aber ich weiß nicht recht, woher. Oh, wartet, ich erinnere mich. Aber es ergibt nicht viel Sinn. Mirak ist schon seit Tausenden von Jahren tot. Okay, und was bedeutet das jetzt? Ich bin mir nicht sicher, aber es ist faszinierend, oder? Vielleicht hat es etwas mit den Geschehnissen hier zu tun. Äußerst unerwartet. Ich fürchte, ich kann euch keine Antworten geben. Aber in der Mitte der Insel gibt es Ruinen eines uralten Tempels Mirak's. An eurer Stelle würde ich doch suchen. Ja, das macht Sinn. Aber Mirak ist seit Tausenden von Jahren tot. Ja, fragen wir mal, was die Leute hier tun. Ganz eindeutig bauen sie etwas. Und doch scheinen sie nicht viele Worte darüber zu verlieren. Ich interessiere mich sehr dafür, was passiert, wenn sie fertig sind. Ja, vermutlich nichts Gutes. Ja, was kann er uns denn über Morrowind erzählen? Dann ist da die große Insel Fartenfell und das Küstengebiet auf dem Festland. Das Haus Telvanni hat seine Besitztümer auf Fartenfell. Ich selbst war nie auf dem Festland. Okay. Ja, warum habt ihr eigentlich nicht versucht, das aufzuhalten, guter Nelod? Sicher nicht. Dadurch würde ich stören, was auch immer hier vorgeht. Dann könnte ich nicht mehr sehen, wie es ausgeht. Ja, das sind mir die Liebsten, ne? Nachts holen wir uns wieder. Was bei Tage gestohlen wurde. Das
ist hier... Weit von uns entfernt. Ja, die reden alle so ein bisschen, als hätten sie gerade was eingeworfen. Nun gut, dann würde ich mal sagen, machen wir uns mal dahin auf, wo wir hin sollen. Das Problem ist natürlich jetzt, ich habe kein Pferd oder irgendwas, das heißt, wir müssen tatsächlich laufen. Aber ich denke mal nicht, dass es zu weit ist. Wir schauen mal ganz kurz auf die Karte. Na gut, ist doch ein ganz schönes Stück, der Schrein. Da würde ich fast sagen, schauen wir uns erstmal ein bisschen in Rabenfels um. Hier sehe ich jetzt nicht, was wir großartig noch machen können. Da ist hier vielleicht noch irgendjemand, ein Hinweis oder irgendwas. Doch nun sehen wir durch ihn. Also irgendwie, das ist hier sehr kurios. So, als wären die alle hypnotisiert oder in Trance oder irgendwie sowas. Wenn die Welt erst hört. Und wenn die Welt erst sieht. Vielleicht errichten ja hier ein Stargate, wer weiß. Wenn die Welt sich erinnert. Ich finde das auf jeden Fall schon sehr interessant gerade, von der Story her. Das ist schon was, das wird mich als Spieler definitiv reinziehen, so ein leichtes Mysterium. Wer weiß, ob der J.J. Abrams sich dafür verantwortlich ist. So, ich bin ja auch, frag mich auch wirklich, ob wir jederzeit zwischen hier Rabenfels und dem anderen Gebiet hin und her wechseln können. So, jetzt sehen wir doch hier schon mal... Was? Wenn ihr die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft sucht, die ist seit mehr als 100 Jahren nicht mehr hier. Versucht es in Windhelm. Ja, sehr toll. Das war jetzt nicht die Antwort, die ich hören wollte. Der spuckende Nettchen klingt nach einer Kneipe. Und wo Kneipen sind, da fühle ich mich doch direkt zu Hause. So ein schönes, leckeres Met oder ein Ale oder ein Hum. Vom besten Gerstensaft. Je nachdem, was man uns hier in der Schenke anbieten möchte. Ich hoffe, es ist ja die Schenke. Nicht, dass ich mich hier gerade komplett aufs Glatteis begebe. Sieht aber so aus. Hier sehe ich schon die Fässer. Ja, gehen wir mal rein. Vielleicht auch nicht. Doch, hier sind Tische. Willkommen im spuckenden Netz. Hier gibt es den besten Soyama, der euch je über die Lippen kommen wird. Okay. Willkommen im spuckenden Netz, Fremdling. Was darf ich euch bringen? Ja, der ungewöhnliche Name, der interessiert mich. Ach, es steckt eine lustige Geschichte dahinter. Vor einigen Jahren ging ich zu den Docks hinunter und sah einen Dunmeer, der mit einer Flasche Soyama in der Hand dort entlang torkelte. Er war einer meiner Stammgäste und er trank gern und viel. Also war ich nicht gerade überrascht. Das klingt noch nicht sehr ungewöhnlich. Ah, aber dieser Dunmeer war nackt, wie am Tag seiner Geburt. Und sang schief und so laut, wie es seine Lunge nur hergab. Während ich das Spektakel noch beobachte, schwebt ein Netz über das Bollwerk auf ihn zu. Der Mann sieht zu dem Netz hoch, brüllt, hier, trinkt was! Und wirft die Flasche hoch. Und die landet nicht mehr auf dem Boden. Was hat der Netz getan? Tja, die Flasche zerbrach an dem Netz. Und er muss den Inhalt wohl geschluckt haben, denn er fing an, irgendwie schräg zu schweben. Schließlich hielt er an und fing an zu zittern. Ein paar Augenblicke später wie ihr das abscheulichste Zeug von sich, das je eure Nase beleidigt hat. Ich habe schon so einige Betrunkene gesehen und ich sage euch, dem Netz war speiübel. Ja, das macht Sinn. Genau so war's. Ganz genau so. Ja, wir wissen ja alle, Wirte lügen nie. Was habt ihr zu verkaufen? Ja, was sind die Spezialitäten des Hauses? Der edelste Soyama, der je eure Lippen benetzen wird. Meine eigene persönliche Formel, die ich Sadris Soyama nenne. Ich habe die Mischung gerade um einige neue Zutaten ergänzt, die den Geschmack meiner Meinung nach noch verbessern. Ich muss den Leuten nur noch erzählen, dass das Getränk fertig ist. Dann werden die Gäste mir die Bude einrennen. Wirklich, die Bude sah gerade ein bisschen leer aus. Ja, warum helfen wir ihm nicht einfach mal? Ich hatte gehofft, dass ihr das sagen würdet. Nehmt diese Soyama-Kostproben und erzählt den Leuten davon.
Habt ihr alle verteilt, erhaltet ihr einen Bonus. Schrecklich. Das klingt einfach gut. Schrecklich. Ich hasse diesen Ort. Diese Insel ist nichts als ein Geröllhaufen. Welchen Sinn hat es, sich hier niederzulassen? Ja, der Sinn wäre, dass ich ein köstliches Getränk für dich habe, gute Frau. Wenigstens lässt mich mein Vater trinken, was ich will. Richtet Geldes meinen Dank aus. Ja, bevor wir uns später wieder unterhalten, verteilen wir erstmal die Getränke. Mal gucken, sind hier noch weitere Leute? Es ist immer eine Freude, einen Mann wie euch vorbeilaufen zu sehen. Ja, hallo, gute Frau. Schade, dass ich verheiratet bin im Spiel. Es wird manchmal etwas einsam auf unserer entlegenen Insel. Die macht mir so ein bisschen eindeutige Angebote, aber erstmal auch hier für dich ein gutes Getränk, damit du ein bisschen lockerer wirst. Nun, richtet Geldes aus, dass Miri das wirklich zu schätzen weiß. Ja, Miri, auf dich komme ich nochmal zurück. Sie sagte, bleibt nicht zu lange fort. Ich helfe gern, Sayo. Was kann ich für euch tun? Bist du gerade aufgestanden oder warum die komische so Mütze? Treffen wir uns wieder, Sayo. Sprecht. Nicht heute. Ich habe zu viele Dinge zu bedenken. Wie, kein kostenloses Getränk? Ach du meine Güte, das tut mir so leid, Geldes. Bitte, erzählt mir. Was hat er gesagt? Er sagte, er würde euch dort treffen, wo er euch das erste Mal getroffen hat. Mit wem spricht sie? Na gut, sie spricht mit einem Fass, damit sage ich jetzt mal nicht zu. Gucken mal hier oben, vielleicht er. Mogrul verleiht keine Münzen an Fremdlinge. Sucht woanders. Teldrin Zero, Mietklinge. Wenn ihr das nötige Kleingeld habt, stehe ich zu Diensten. Ich warne euch nur einmal. Geht mir aus dem Weg, dann werden wir uns bestens verstehen. Ja, hier, nimm Getränke, wir verstehen uns auch gut. Nehmt diese Brühe und schüttet sie in einen Brunnen. Das beste Getränk der Stadt und keiner will's. Hier gibt es traditionelle Dunkelelfenspeisen und Getränke. Geldes scheut weder Mühen noch Kosten. Tut mir leid. Geldes verbietet mir das Trinken, während ich mit... Na gut, dann gehen wir mal raus, gucken mal, wer draußen ein bisschen was davon will. Also geht ja mal gar nicht an. Ich meine, wir kommen hier und sagen, hier, wir bringen Gaben und keiner möchte. So, stellt euch mal vor, die Heiligen Drei Könige hätte man so empfangen damals. Ist ja unfassbar hier. Und gerade mit Bier. Ich komme mit Bier um die Ecke. Beziehungsweise ist ja kein Bier, es ist ja... ihr wisst schon, was es ist. So irgendwas. Na gut, für die Wache wird es sicher nicht haben wollen. Mal gucken, vielleicht der Schmied. Ihr habt nicht zufällig Crescius Cerellius gesehen? Dieser törichte alte Narr hat schon wieder meine Spitzhacke geklaut. Ja, du willst es scheinbar auch nicht. Mal gucken, vielleicht können wir einfach die Quest auch aktivieren. Erstmal im Questlog. Vielleicht macht das die Sache ein bisschen einfacher. Das ist natürlich die Frage. Ihr seht übrigens, ich habe die ganzen alten Quests natürlich noch drin. Das ist wahrscheinlich der Verschiedenes, oder? Ja, Suyama-Kostfroben. Ja, am Dock waren doch auch noch Leute. Vielleicht können wir denen die geben. Ich hoffe ja nicht, dass wir durchs ganze Land reisen müssen, um die Proben zu verteilen. Ich dachte eigentlich, wir geben die hier in der Stadt aus und alle sind happy, alle sind glücklich. Mal gucken, vielleicht die Wache. Ihr reist gen Osten? Nee. Macht besser einen großen. Dann vielleicht hier unser Kapitän. Was wollt ihr, kleiner Elf? Nee, aber gut ist, wir können auf jeden Fall schon mal die Überfahrt zurückmachen. Möge der Wind immer in eurem Rücken sein. Wenn ihr nach einer Überfahrt sucht, sprecht mit Kapitän Gerland. Sprecht mit Kapitän Gerland. Keiner will dieses verfluchte Bier, das gibt's doch nicht. So viele Leute waren ja auf jeden Fall nicht in dem Pub drin, den ich jetzt was geben könnte. Mal gucken, was haben wir hier für Läden. Das Ahnengrab. Ja, ich glaube nicht, dass im Grab ich irgendjemand ein bisschen Bier andrehen kann. Oder ist ja kein Bier, aber wir sagen einfach, es ist Bier. So, was haben wir hier für eine Tür? Ein Anwesen. Ja, ich will nicht einfach irgendeine Tür rein und mich hier mir direkt Feinde hier machen. Ja, ich vermute wirklich, dass... Mal gucken. Willkommen in Rabenfels. Kann ich euch mit ein paar guten, aschgewachsenen Erzeugnissen locken? Nee, du kannst aber hier ein kostenloses Getränk nehmen. Es ist immer ein Vergnügen, eine von Geldes neuen Mixturen zu kosten. Ja, sehr schön. Schaut vorbei, wenn ihr wieder Hunger habt. Ich habe immer reichlich Essen im Angebot. Ja, Wachen nimm's... Ihr könnt gehen, wohin ihr wollt. Nimm's eh wieder nicht.
Schauen wir mal, vielleicht. Was haben wir hier oben für einen Laden? Severin. Aber ich komme mir so bekannt vor vom Namen her. Ja. Ich denke fast, dass ich wirklich ein bisschen durchs Land reisen muss, um da die Getränke unter das Land zu bringen. Weil so viel ist ja hier wirklich nicht. Also würde ich sagen. Oh, was haben wir? Oh, hier haben wir eine ganze Ansammlung. Als Frau des zweiten Ratsherrn von. Ja, ja. Ihr seht aus, als könntet ihr auch außerhalb der Stadt bestehen. Würdet ihr mir vielleicht bei der Suche nach einem verlorenen Wertgegenstand helfen? Nur unter der Bedingung, dass du das kostenlose Getränk nimmst. Oh, wie freundlich. Richtet Geldes meinen Dank aus, ja? Na gut, dann helfe ich dir auch nach dem, was du zu suchen hast. Aber nicht jetzt, ich komme da später nochmal wieder, Zindira. Gute Reise euch. Vielleicht. vielleicht zumindest. Mal gucken, vielleicht hier sind auch keine Leute mehr. Vor der Tür, die hatten wir jetzt ja alle, glaube ich. Als ob ich dich das ja gerade rein... Ach, den hatte ich schon gerade. Verdammt. Ups. Von Fadenfell durchstreifte. Ja, wisst ihr was? Ich sehe gerade, wir sind bei 25 Minuten. Das passt ganz gut. Das heißt, wir machen hier jetzt einen kleinen Cut und beim nächsten Mal werden wir dann gucken, dass wir vielleicht weitere Leute finden. Wir werden uns auf jeden Fall mit der Dame nochmal unterhalten für ihren Wertgegenstand und dann machen wir uns definitiv so langsam auf den Weg hier oben Richtung Tempel von Mirak und mal zu schauen, was da los ist. Das wird natürlich echt ein relativ weiter Weg zu Fuß, aber na gut, es gibt vermutlich auch Schlimmeres, mal wieder ein bisschen in Form kommen und unseren unseren Waldelfen mal wieder so ein bisschen in den Kampf schicken. Also, bis zum nächsten Mal.